Hallo, ich bin Christina Jene. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie man aus selbst angerührten Spachtelmassen Strukturen auf dem Bild herstellt, die dann richtig schön dreidimensional wirken und später mit Farbe überarbeitet werden können. Ich habe schon verschiedene Spachtelmassen angerührt. Das ist Gesso mit Marmormehl. Das hier ist Asche mit Gesso. Und dann habe ich noch einmal Sand mit Gesso angerührt. Gesso ist eine weiße Grundierung, ähnlich wie weiße Acrylfarbe, und hat die Eigenschaft, dass es sehr gut auf der Leinwand klebt, also ein Bindemittel ist. Und diese drei verschiedenen Spachtelmassen auf der Basis von Gesso zeige ich jetzt. Als erstes werde ich Marmorpaste nehmen und die auf das Bild auftragen. Das ist also die Paste, die dann später solche Aufrisse und Sprünge erzeugt. Ich trage die mit dem Spachtel, mit so einem schönen breiten Spachtel, der ähnlich wie ein Tortenmesser aussieht. Damit trage ich das jetzt auf. Man muss jetzt auch nicht viel Struktur erzeugen, also künstliche Struktur erzeugen, Rillen ziehen oder sowas. Das reicht, wenn man diese Spachtelmasse relativ glatt aufträgt. Wichtig ist bei dieser Marmorpaste immer, dass man nicht zu großflächig damit arbeitet, denn sonst hat man zu viel Effekt, zu viel Struktur, was dann auch einfach zu überladen wirken kann. Das wäre meine erste Spachtelmasse, Marmormehl mit Gesso gemischt. Als zweite Paste habe ich jetzt hier die Asche angerührt, auch wieder auf der Basis von Gesso. Das kommt auf die Leinwand, wird wieder mit diesem schönen breiten Spachteltortenmesser verteilt. Was ich hier jetzt ganz schön machen kann, diese Paste springt ja nicht auf. Ich kann jetzt hier Struktur erzeugen, indem ich mit dem Malmesser hier mal so drauf arbeite, diese klebrige Paste nach oben ziehe, jetzt aber nicht diese Spitzen lasse, sondern so etwas drüber streiche, wieder ganz, ganz leicht. Eigentlich nur das Gewicht des Spachtels macht jetzt die Struktur. Ich ziehe das so drüber und breche diese Spitzen, so dass jetzt eine Struktur entsteht, die sehr natürlich aussieht. Ich arbeite gerne immer mit Strukturen, die so einen Anklang an die Natur finden. Und ich arbeite auch gerne mit Materialien, die ich selbst in der Natur finde und sammle. Ich bringe Sande aus aller Herren Länder mit, auch von meinen Reisen. Oder ich arbeite mit Asche, mit Steinmehlen, mit Basalt, um dann etwas Naturähnliches zu erzeugen in meinen Bildern. Das wäre jetzt die Aschepaste. Das ist jetzt die dritte Paste. Einfach Sand mit Gesso gemischt. So, jetzt gehe ich hier mal in eine andere Richtung, ziehe das hier rüber und ich kann mit dem Spachtel diese Pasten so lange hin und her schieben, gestalten, formen, verteilen, wieder wegnehmen, bis diese ganze Geschichte getrocknet ist. Also das heißt, man kann hier schon einige Minuten recht entspannt arbeiten und immer mal schauen, was entsteht. Sehr wichtig ist, wenn ihr mit Spachtelmassen arbeitet, die kann man farblich später gestalten und auch immer wieder verändern. Also keine Angst, dass man da mit der Farbgestaltung Fehler macht. Was man nicht verändern kann, ist die Spachtelstruktur. Denn das soll jetzt trocknen, das soll richtig gut aushärten. Das heißt, wir haben hier eine sehr stabile Masse auf der Leinwand, die auch eigentlich nicht mehr runterzunehmen ist. Und deswegen sollte man sich gleich zu Anfang so ein bisschen Gedanken machen über das Kompositorische, wie die Bildgestaltung werden soll. Ich habe jetzt hier so eine leichte Schräge reingebracht. Und was auch ganz interessant ist, ich habe hier so ein paar grobe Körnchen, die streue ich hier ein. Damit habe ich nochmal eine neue interessante Geschichte hier drauf. Eine ganz andere Struktur, die gleich viel gröber wird, dem Ganzen einen ganz anderen Charakter gibt. Ich habe das Bild eben noch mal ganz kurz betrachtet und mich umentschieden, dass ich habe mir überlegt, hier noch mal etwas Sand reinzugeben, damit ich nicht zu viele Marmorrisse habe. Wenn man Sand auf Marmorpaste gibt, reißt es nicht so stark oder auch gar nicht auf. Damit habe ich jetzt hier auch noch mal etwas Interessantes eingebaut. Das ist also auch ohne weiteres möglich, im Nachhinein auf die feuchte Struktur noch mal Sand zu geben. Ein bisschen reindrücken, ein bisschen einarbeiten, wenn später Sand runter
fällt, ist das nicht schlimm. Das soll dann so sein. So, jetzt sieht das hier noch etwas besser aus. Und dann bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn es dann in einer Zeit getrocknet ist. Okay, das Bild ist jetzt getrocknet, das heißt, die Strukturen sind getrocknet, sind richtig gut ausgehärtet. Jetzt bin ich wieder da, jetzt kann es weitergehen. Ich werde jetzt die Farbe sehr flüssig auftragen und damit die richtig gut fließen kann, ist es notwendig, dass ich erstmal diese ganze Struktur, die ja so mühsam getrocknet ist, wieder feucht mache. Ich habe hier einen Blumensprüher, mit dem sprühe ich das eben mal an. Damit geht das recht schnell und auch gleichmäßig. Und als erste Farbe nehme ich mal Blau. Das sind Aerocolor-Farben, die aus der Airbrush-Technik kommen. Das Ganze. So, mit der Pipette kann ich jetzt sehr schön die Farbe hier aufträufeln. Und die verteilt sich jetzt auch gleich ganz gut, weil ich die Oberfläche vorher nass gemacht habe. Dann kann die Farbe besser fließen, kann sich besser verteilen. Und das ist für mich immer so einer der spannendsten Augenblicke, wenn ich beginne, mit der Farbe zu arbeiten, zu beobachten, was hier passiert, wie die Farbe fließt, wie sie läuft, wie sie sich ihren Weg bahnt hinein in die Vertiefungen der Struktur. Als nächstes arbeite ich hier mit einer Tusche, und zwar ist das eine Antiktusche auf Shellac-Basis, die also auch wasserfest antrocknet. Das ist die Farbe Senegal-Blau, die im ersten Augenblick jetzt hier noch sehr dunkel wirkt. Ich sprühe die an und man sieht, das ist ein wunderschönes Grünblau. Als nächstes nehme ich hier wieder eine Aerocolor-Farbe, diesmal Ultramarin. Sprühe es wieder an und lasse das Ganze wieder fließen. Und man sieht wieder sehr schön, wie die Farbe sich hier ihre Wege sucht, hinein in die Vertiefungen, in die Täler der Struktur hineinfließt. Und so kommt auch gut das Dreidimensionale jetzt zum Ausdruck. Und als letztes werde ich jetzt noch einmal Senegalblau benutzen, das heißt diese Tusche. Kann man sehr schön mit diesen Pipetten rausnehmen, draufträufeln. So, und jetzt wieder fließen lassen. Das ist eine sehr schwimmende, flüssige Angelegenheit, aber ich finde es immer traumhaft, wenn die Farben anfangen zu explodieren auf der Leinwand, sich verteilen, sich ineinander mischen. So sieht es jetzt aus. Und um jetzt etwas Helligkeit reinzubringen, habe ich hier weißes Pigment mit Wasser und Binder angerührt. Und das gieße ich jetzt von der Seite rein. Ich habe jetzt den Effekt, dass das Weiß sich in die anderen Farben reinmischt. Und ich kann es außerdem steuern. Je nachdem, in welche Richtung ich mein Bild kippe, fließt es auch. Jetzt sehe ich, dass ich diese Kante hier nochmal betonen möchte. Ich gebe jetzt diesmal etwas vorsichtiger mit dem Spachtel die weiße Pigmentfarbe hinein. Und auch jetzt kann ich hier wieder mit dem Pinsel arbeiten und das Ganze vorsichtig verteilen. Genau, jetzt habe ich diese Kante nochmal etwas betont. Und lasse das jetzt erstmal so trocknen. Das ist jetzt so das Beispiel, was ich euch mal zeigen wollte, was man damit machen kann. Ich persönlich würde jetzt an diesem Bild lange weiterarbeiten, immer verschiedene Schichten noch draufbringen, an flüssiger Farbe, an deckender Farbe. Man kann das Bild farblich komplett verändern. Wenn euch Farben nicht gefallen oder wenn euch ein Farbauftrag nicht gelingt, keine Angst haben, nicht frustriert sein, einfach trocknen lassen und wieder von vorne anfangen. Man kann auch wieder weiße Farbe draufgeben, deckende weiße Farbe. Trocknen lassen, dann fängt man praktisch wieder von vorne an mit neuer Farbgebung. Also es ist sehr viel Gestaltungsspielraum vorhanden. Man kann, solange man möchte, weiterarbeiten in diesem Prinzip Struktur aufbringen, Struktur trocknen lassen, flüssige Farben draufbringen, auch deckende Farben draufbringen, so wie hier. Auch trockene Acrylfarben können aufgebracht werden, aufgemalt werden. Und dann lässt man das trocknen, entscheidet, ist es fertig oder arbeitet man noch weiter. Bis dahin soweit, ich lasse das Bild jetzt erstmal trocknen und das wäre es für heute.